Hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder euer Gamer Chaco im ETS 2. Ja, wir sind hier in Rumänien, in Chessy, genau zu sagen, und fahren nach Kulé Porica oder wie das heißt da. Das ist halt auch so eine Aussprache da von die Städte im Ausland. Das ist nicht. Aber das kennt ihr ja von mir. Und ja, was haben wir denn? Wir haben hier so einen normalen. Fehler haben da Granulat geladen, also. Aber das kriegen wir auch hin. Ja, und wir sind jetzt so unterwegs, so 500 Kilometer. Sind das, ja, und dann schauen wir mal. Was die Tour so hergibt. Vorhin sind wir ja hier, oder das letzte Mal sind wir ja hier im Dunkeln gefahren. Und schauen wir mal, weil jetzt ist es ja ein bisschen hell. Mal sehen, was es dann jetzt so gibt an See. Ah, jetzt bin ich falsch gefahren. Ich muss okay, doch, ja. Finden. Muss doch hier hinten links rumfahren. Ne? Nach rechts ab. Hier müssen wir lang. Gucken wir hier rum. Ist doch perfekt. Ja, dann werden wir mal losmachen, die Tour. Mit kleinen Startschwierigkeiten, aber es ist auch okay. Schauen wir mal, was es hier so gibt zu sehen. Oder zu fahren. Ja, noch ist ja relativ etwas dumm. Obwohl es 23 Uhr laut Dings hier. Ja, schauen wir mal. 13 Uhr meine ich. Hin. Was es hier jetzt so gibt hier. Demnächst links abbiegen. Eine gute Tour werden hier. Als Haufe Verkehr jetzt hier, dann müssen wir erst vorbeilassen. Das passt hier, wenn der weg ist. Ja, dann können wir jetzt fahren. Schauen wir mal, wie schnell wir auch hier durchkommen an alles. Da ist hier ein langer Ort mit 50, das zieht sich da schon ein bisschen hin. Ich denke, die Tour wird nicht allzu aufwendig sein. Alles gut sein, wir werden gut durchkommen, denke ich. Ja, und dann schauen wir mal, wie das hier so weitergeht. Ich denke, ich werde jetzt Rumänien fertig machen, deswegen fahren wir. Ich hätte eine kürzere Tour nehmen können. 50 Kilometer, das ist ja auch nicht gerade die Welt, aber egal. Wird halt dann auch gemacht werden und fahren wir halt Stück für Stück da durch. Fahren wir jetzt zu der großen, also die weitere Strecke. Dann oben, dann runter zu, rechts, links und so. Naja, wie gesagt, ich mache jetzt Rumänien fertig erst einmal. Und ja, und dann fahren wir weiter runter, Bulgarien und weiter runter. Das passt schon. Den Plan muss man ja haben. Das nächste, was ist, ist noch eine Garage zu kaufen. Natürlich in Deutschland erst einmal alles. Und ja. Und sehen, dass wir da dann irgendwie durchkommen. Immer geradeaus.
und noch einen LKW zulegen, alles. Das ist halt alles noch, was ich noch alles brauche, ein bisschen. Und da. Ja, hier, wie gesagt, hatte ich. Ach, Mann. Vorfahrt beachten sollte man. War halt jetzt ein Fehler von mir. Passiert. Und so ist da, ist man ein bisschen unkonzentriert und ja. Aber ich denke, das kriegen. Ja, jetzt sieht man sogar ein bisschen mehr hier, wo wir da vorbeifahren und alles. Finde ich schon top hier irgendwie, ne? Sehen, dass wir hier schnell durchkommen, 400 Kilometer. Ich denke, die Dings wird ein bisschen länger gehen, die Aufnahme. Wieder. Und ja. Jetzt fahren wir hier jetzt dieselbe Strecke zurück, die wir hingefahren sind. Immer eins nach anderen. Und auf alle Fälle werden. Ja, so ist es. Jedenfalls läuft es perfekt hier, muss ich sagen. Und die Landschaft ist, sieht richtig gut aus. Ja. Ja, mal sehen, wann das ganze andere Zeug noch kommt. Die ganzen DLCs und alles. Und neue. Ja, was mit dem Hard auf Speicher kommt, das würde mich auch mal interessieren. Das kommt oder nicht kommt. Ich weiß nicht, was ihr davon haltet. Ja. Gerade halt, ne? Mit 50 plus. Aber die kommen wir auch rum, ja. Ich möchte halt das Ding hier bloß durchziehen, jetzt die 400 Kilometer oder 500, was das jetzt waren, ohne Pause. Ja, also das wird jetzt durchziehen. Einmal. Schauen, ob das was.
Auto mal hier ohne schneller fahren wie vorher. Schön durch den Wald durch, das sieht doch her. Ja. Ah, das ist auch so dick da hin und auch gleich wieder ein Ort, ne? Sind halt auch viele, oh, wenn man die Häuser so sieht, irgendwie, weiß nicht. Irgendwie, ja. Schon heftig hier mit die Kurve, ja. Aber ja, und dann ja, jede Kanne hier einen Ort. Also, ja, ich war noch nie dort, also von daher, also im Real Life jetzt meine ich. Auf Benzin, aber wird schon so stimmen hier, ne? Bleib doch hier. Da auf der richtigen Straße. Jetzt müssen wir doch fast hier raus sein, dass wir mal wieder normal fahren können. Ne?
Aber wir fahren den LKW da vorne hinterher. Da passt das Auto, da passiert nichts. Hier durch den Ort wieder durch. Nicht schlecht. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Sieht auch nicht schlecht aus, die Stadt hier. Oder eigentlich relativ schnell durch, ne? So, jetzt sind wir wieder in den Neumarkt am Mierich. Und ja. Immer geradeaus. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. So, vom Wetter weit her. Immer geradeaus. Ja, dann schauen wir mal. Wir sind hier, sollten wir schon noch ein bisschen mitkriegen hier. Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab.
So, naja, okay. Das wird nichts. So, jetzt müssen wir uns aber wieder mal ein bisschen hier konzentrieren. Ist halt blöd, wenn man Nachrichten kriegt auf dem Handy. Aber naja, was soll's. Sehen, dass wir hier durchkommen. Wie viel, was haben wir denn noch? Knapp 250. Demnächst rechts abbiegen. Halt Mist, wenn man viel immer mit 50 km/h hier fährt, bloß, ne? So. Ich denke, das wird gleich erledigt sein, dann fahren wir wieder mal der Geschwindigkeit. Ah, da wird die Tour natürlich wieder ein bisschen länger, das ist natürlich auch nicht das, was ich wollte. Aber, naja. Machen. Aber wir ziehen das trotzdem durch. Halt nur mal so und dann wird es auf alle. Durch ist zwar weg. Passt irgendwie richtig. Alle 2 Meter gibt es da hier eine Ortschaft, das ist auch nicht gut, da finde ich. Bin nervig. Das noch mal hier an. Das wird uns länger, aber ist egal. Ja, man sollte halt schön fahren, wenn man eine Tour hat, fertig fahren und nicht hier überall rumspiele, gucke und hast du nicht gesehen. Passieren halt die Haufen Unfälle, ne? Klingelt der mich ab hier, das gibt's ja gar nicht, ey. Ja, das ist halt wie überall.
Ja, wie jetzt? Schön drüben, mein. Licht langsam auf wieder. Sogenannte Elefantenrennen, aber da bremst mich hier vorne aus. Ja, jetzt mal richtig bescheiden hier. Das hat aber schön geklappt jetzt, das war richtig schön gewesen. Bus bremst, ne? Was will man da machen? Alles nichts. Aber wir müssen ja jetzt eh hier runterfahren von da. Rechts halten, dann Ausfahrt rechts nehmen. Ja, das ist schon Mist, wenn du da immer so schnell runterdrücken musst. Also ich meine, bremsen jetzt von 80 und gleich auf 50 da so stark runter und siehst es nicht. So ein bisschen, ja. Also nervig. Oh, jetzt werden wir machen. So, jetzt müssen wir schon wieder abbiegen. L2 ist ja eigentlich nicht mehr. Du ist natürlich ein kleines bisschen länger. Komm, fahr zu, mein Freund hier. Holen, du, das ist. Da hin so aus, ey, und dann noch Blick hoch. Abgezogen wie 13.000 Uferholz.
Aber wenn ich immer noch im Plus bin, dann ist es. Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Ah, jetzt haben wir noch 70, also ich denke mal so bis... Ah, es wird knappe dreiviertel Stunde, wird es werden, ja. Naja, wir haben es jedenfalls gleich geschafft und das ja. So, jetzt sind wir in den kommen. Das weiterfahren, weil wir die links ab. Biege nach links ab. Ein LKW nach anderen Spielbahn leben. Im Bahn legen. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Biege nach links ab. So. Ist doch perfekt.
links abbiegen. Biege nach links ab. So. Schauen hier, ob das alles noch passt hier. Weil das ist die Tour wirklich sehr. Kann man nicht mal so lange machen. Aber jetzt ziehen wir die 34 Kilometer noch durch und. Oh. Bitte links halten. Durch den ganzen Ort durch, ey, da hinkommst du halt. Aber naja. Egal. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Sehen, dass wir da jetzt durchkommen. Ah, ich dachte, so eine Dreiviertelstunde über die Tour, das ist schon überhaupt nicht gut, aber. Kreisverkehr, zweite Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Links halten und dann links abbiegen. Genau, das wollen wir jetzt machen. Da reinkommen. Aber wir versuchen es mal und wenn nicht, dann den. Aber ich denke, das werde ich so.
Ja, gleich beim ersten Mal geschafft, das gibt's ja gar nicht. Ja, das ist der Hammer. Ja, schön, dass ihr mit dabei wart, auch wenn es eine sehr lange Tour war. Jedenfalls sage ich vielen, vielen Dank und ein Like-Abo würde ich mich natürlich freuen, wie immer. Und dann bis demnächst. Euer Gimma Chaco. Ciao, ciao.